Wenn ich mal beeinflussen können. Also, das erste Duell. Kasperi Valto aus Finnland gegen Pius Paschke. Der junge Finne, neu im Weltcup dabei, darf jetzt hier den Anfang machen. Im Jahr 2024 ist der erste Springer auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Hat erste Punkte schon gewinnen können in diesem Winter. Stammt aus der gleichen Gegend wie Janne Ahonen, der fünfmal die vier Schanzen noch nie gewonnen hat. Das ist ein Rekord und das ist kein schlechter Sprung von Kasperi Valto. Da wird Pius Paschke schon mal gucken müssen, dass er da mitkommt. Denn er war gestern, der Deutsche, gar nicht so gut drauf. 131 Meter mit dem unglaublich unrhythmischen Absprung. Ja, hat jetzt mal den Transfer vom Training zum Wettkampf ein bisschen besser gepackt. Absprung, wie gesagt, das ist sehr eigen. Aber er stellt seinen Körper sehr schön in den Wind und kommt auf 131 Meter. Da hat der Pius was zu tun. Kleine Vorlage, große Stimmung jetzt für Pius Paschke, den ältesten Weltcupsieger mit seinen 33 Jahren. Vor ein paar Wochen hat er diesen Titel ja eingeheimst. War auch lange vorne immer dabei. Oberstdorf hat ein bisschen abgebaut, auch im Training gestern. Die Anlaufgeschwindigkeit, auf die wir heute mit ankommen, ist ordentlich. Jawohl. Und auch der Sprung ist super. Na also, wenn das so losgeht, dann gibt es hier die richtig gute Stimmung, die Sie alle noch brauchen werden. Bis zum Ende, mal mindestens diesen ersten Durchgangs. Und Pius Paschke legt los mit 135,5 Metern. Oh, echt wichtig, echt super. Geschwindigkeit wird er noch nicht ganz zufrieden sein. Da hängt er immer noch ein bisschen hinterher. Ist dann natürlich auch ein Thema, das im Kopf hängt. Wenn du weißt, du kommst nicht ganz mit der Geschwindigkeit mit, musst noch besser springen. Aber sprungtechnisch war das echt richtig was wert. Ja, er ist immer noch ein bisschen hinten dran, der fehlt aber deutlich schneller, aber er hat mehr Punkte geholt, Pius Paschke, deshalb ist er im zweiten Durchgang und wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht platziert am Ende. Er ist jetzt jedenfalls in der Gesamtwertung der Vierschanzenzehn natürlich vorne, hat drei Sprünge in der Wertung. Kasperi Valto aber mit diesen 131 Metern und den 124,9 Punkten hat gute Aussichten, auch über die Verliererliste in den zweiten Durchgang zu kommen. Die zweite Paarung, Valentin Foubert gegen Felix Hoffmann, den nächsten aus dem neunköpfigen DSV-Team hier bei diesem Neujahrsspringen. Denn alle aus der Extragruppe, die hier startberechtigt ist, haben sich gestern qualifizieren können. Der Franzose zunächst. Der größte Erfolg des französischen Männerskispringens steht als Trainer auf der Tribüne. Nicolas Dessus-Meister, der einzige Weltcupsieger bei den Männern in Frankreich. Das ist schon Mitte der 90er Jahre gewesen. Ein Team, das immer hinten dran 126 hat. Ja, Valentin ist ordentlich im COC gesprungen. Transfer in den Weltcup, dann vor allem vor so einer Kulisse, ist nicht ganz einfach. Er macht es trotzdem ordentlich. Sind jetzt auch ein Gate tiefer. Jury schon mal gleich ein bisschen Respekt bekommen vor der Weite von Pius. Mal schauen, was der Felix leisten kann. Und wieder heißt es hier mitgehen für die Zuschauer, denn Felix Hoffmann ist der Nächste aus dem sehr starken zweiten, dem B-Team des DSV. Felix Hoffmann, der Thüringer, der schon im letzten Winter ein paar gute Resultate hatte. Und sie haben ja alle natürlich im Sinn und im Blick auch ins Weltcup-Team kommen zu können. Aber das ist richtig gut, was er macht. Und es ist schwer, da reinzukommen, denn die sind ja da auch alle gut. Stark Felix Hoffmann mit diesem Sprung am Neujahrstag. Beide Springer hier in diesem Duell waren in Oberstdorf nicht dabei. 129,5 Meter. Und das ist doch mal ein toller deutscher Auftakt. Kann man wohl sagen, das ist Ronny Hornschuh rechts, der B-Kader-Trainer. Ja, sieht man super, wie er schön die Luft reinlässt und unter den Oberkörper sich schön gleiten lässt. Super Auftakt. Jawohl, Pius Paschke natürlich vorne. Und Felix Hoffmann sichert sich den zweiten Durchgang gegen den Franzosen. Und liegt auf Platz 3 hinter dem Finnen Walter. Nico Kütüsau gegen Alexander Stichol, die nächste Paarung. Es hat sich natürlich in den 72 Jahren Vierschanzentournee immer viel getan, dieser traditionsreichen Veranstaltung. Ein paar Konstanten sind aber seit einiger Zeit geblieben, zum Beispiel die Haltungsnoten gibt es immer noch, immer mal wieder diskutiert. Gehen wir gleich vielleicht noch mal drauf ein. Der Anlauf ist verkürzt worden nach diesem Sprung von Pius Paschke schon. Deshalb gibt es dafür Bonuspunkte. Das ist auch relativ gängig schon in den letzten Jahren gewesen. Heute 116,5 Meter für Nico Kütüsau. Ja, man sieht jetzt hier,
geht hier relativ schnell mit den Skispitzen breit und gerade jetzt am Schanzentisch so ein bisschen mehr Rückenwind. Es wechselt halt immer leicht hin und her und dann mit einer Luke weniger wird es halt sehr schwierig. Und gerade wenn du nicht in der absoluten Topform bist, dann kannst du das nicht gleich das kompensieren. Yoryu Kobayashi auf dem Weg nach oben. Die Japaner sind ja heute früh dann Schreck aufgewacht, die Nachrichten aus der Heimat. Der drohende Tsunami, das Erdbeben dort hat sie sicherlich beschäftigt eine Weile. Das ist Alexander Sischow, der Pole, der jetzt gegen Niko Kütüsau klar der Bessere ist. Jetzt wird es zum ersten Mal spannend, auch auf die Geschwindigkeit zu gucken. 90,4, damit ist er anständig dabei. Die Polen haben ja gestern auch ein bisschen gehadert mit der Geschwindigkeit. Er war eigentlich der Einzige aus der Mannschaft, der einigermaßen mitgekommen ist. Mal sehen, was dann der Rest macht. 28,5 Meter reicht für ihn auch dann für den zweiten Durchgang. Nicht so ganz mit weit vorne aktuell. Die Meter werden in Punkte umgerechnet. Das ist eine Punktesportart. Die Punkte sind entscheidend. Bei 125 Metern gibt es 60 Weitenpunkte, jeder Meter mehr bringt 1,8 Punkte mehr. Auch das ist immer schon so gewesen. Jeder Meter weniger, dann entsprechend 1,8 Punkte weniger. So kommt die Weitenpunkte so stark. Aber jetzt ein ganz großes Duell, was die Namen betrifft. Halvor Egner-Granerud gegen Kamil Stoch. Er, vier Schanzentournee-Sieger des letzten Jahres, aber völlig von der Rolle. Er ist schon längst aus dem Spiel in dieser Hinsicht. Nur einen Sprung hat er in Oberstdorf in die Wertung bekommen. Hier wackelt er auch wieder beträchtlich. Ja, wie gesagt, er freut sich und das ist dann schon ein Zeichen, weil im letzten Jahr hätte er bei solchen Weiten eine andere Reaktion gezeigt, wie doch hier ist. Auf der späten Seite immer noch relativ hart, er geht dann mit dem Oberkörper zwischen die Ski rein, sucht natürlich die Geschwindigkeit, aber sein Sprung ist im Moment einfach nicht ganz rund und nicht flüssig. Und es ist ja in den seltensten Fällen gelungen, dass ein Vierschanzentourneesieger seinen Sieg wiederholen konnte im folgenden Jahr. Er wird es nicht schaffen in diesem Jahr. Einer, der es mal geschafft hat, kommt als Nächster, nämlich Kamil Stoch. Sie können sich in der ZDF-Mediathek ein wunderbares kleines Porträt über ihn anschauen. Da ist auch die Vorbereitung vor der Saison zu sehen. Und man ist erstaunt, wenn man das sieht, dass er so weit nach hinten zurückgefallen ist. Jetzt kommt Kamil Stoch. Super Bedingungen. Die Bedingungen sind jetzt gut. Der Wind hat wieder natürlich seinen Einfluss. Jetzt kommt er auch mal endlich in den roten Bereich, da über die 125 Meter hinaus. Thomas Thurnbichler, der Österreicher, bei den Polen als Cheftrainer, arg in die Kritik geraten. Wegen des miserablen Starts. 130 Meter. 130 Meter mit 89,5 km/h. Das ist mal kurz zum Vergleich. Im Vergleich zu seinem Teamkollegen Alexander Schnischol ist er da ein km/h langsamer. Aber er hatte guten Wind. Er hatte guten Wind zum Glück, weil sonst springt er damit überhaupt nirgends hin. Der Wind kann natürlich ein bisschen kompensieren, aber dafür kriegt er ja auch den Abzug. Ja, es ist echt eine zähe Geschichte im Moment. Das ist der nächste Punktwert, aber der ins Spiel kommt. Ja, der Wind wird berechnet. Wenn der Aufwind ist, das ist gut für Skispringen, dann gibt es einen Punktabzug, das ist ein Vorteil. Gibt es Rückenwind, das ist bei Skispringern der Nachteil, werden Pluspunkte gut geschrieben, um das auszugleichen. David Kubacki gegen Johann André Fortfang, das nächste Duell. Und wieder ist ein ehemaliger Vierschanzentourneesieger aus Polen zu sehen hier, der Sieger von 2020. Aber auch der ist weit entfernt von dieser damaligen Form, hatte zwei Grippe. Erkrankungen schon durchzustehen in diesem Winter und auch der durch den Wind günstig beeinflusst, kommt einigermaßen gut nach unten, auch wenn er nicht besonders toll reagiert, 128 Meter. Ja, auch er eigentlich für seine Verhältnisse zu langsam und hat generell, also ich meine, die Erkrankung greift natürlich auch insofern ein, dass wenn dir die Dynamik fehlt, dann kannst du auch deine Technik nicht so anwenden, wie du es gewohnt bist, weil sich einfach alles verändert und wenn du langsamer in den Beinen bist, dann funktioniert der Sprung auch nicht mehr so leicht und dann wird es ein ganz kompliziertes Arbeiten, wo du die ganz kleinen Schritte gehen musst, bis du irgendwann wieder da bist, wo du sein willst. Die 118,5 Punkte, die er jetzt geholt hat, sind vielleicht ein bisschen wenig. Für Johann André Fortfang eröffnet sich die Möglichkeit, da war ja auch gestern in der Quali schon deutlich besser, da vorbeizukommen. Die Norweger haben ja ein Faible für diese Schanze in Garmisch-Partenkirchen, haben hier viele Siege geholt. Ja. Guter Sprung von Fortfang. Die grüne Linie passt immer zum jeweiligen Gegner zuvor. Die hat mit dem Gesamtergebnis, also für Pius Paschke, der immer noch führt,
nichts zu tun. Deshalb reicht es dafür nicht. Aber 129 Meter müssten ihn gegenüber Kubacki in den Finaldurchgang bringen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt können wir mal hier schauen. Na, ein bisschen zu schnell nimmt er die Skispitzen noch auseinander in seinem Sprung. Ist es wirklich wichtig, dass er sich da oben ein bisschen Zeit gibt, eher am Anfang ein bisschen schmäler in der V-Stellung bleibt und dann öffnet, weil darüber kann er dann noch ein bisschen mehr Höhe mitnehmen. Aber stimmt, Norwegen und Garmisch-Partenkirchen, das ist eine sehr erfolgreiche Geschichte. Also Forfang ist mit 123,6 Punkten besser als Kubacki, liegt auf Rang 4. Der war ganz knapp hinter Pius Paschke in der Gesamtwertung, den hat er nicht einholen können. Da hat Paschke seinen Vorsprung ausgebaut. Japanisches Duell Naoki Nakamura gegen Ren Nikaido. Der Anlauf, wie gesagt, ist verkürzt worden. Das ist jetzt ein Nachteil von die, die eine Stufe tiefer starten müssen. Deshalb kriegen sie oben links eingeblendet 3,8 Punkte Bonus. Das ist die vierte Punktzahl, die jetzt hier im Spiel ist. Was haben wir schon? Weitenpunktzahl, Haltungsnoten, Windberechnung und die Anlaufveränderung. Das sind die vier Summanden. Und wenn man das alles zusammenzählt, kommt die Gesamtpunktzahl dabei raus. Aber für Nakamura läuft die Saison insgesamt schon schlecht. 120 Meter. Ja, ganz, also wirklich eine ganz schwierige Saison für ihn. Letztes Jahr noch auf dem Podest gestanden. Heuer funktioniert gar nichts. Dann kam noch in Klingenthal ein Sturz dazu. Das ist dann, wenn es eh schon nicht funktioniert, dann hast du auch noch Pech. Das Lächeln hat er nicht verlernt. Das kennt man bei ihm immer. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich keine Aufgabe sein für ein Rennen. Super Start von Pius Paschke. 135,5 Meter. Könnte sein, dass er eine Weile vorne bleibt. Ren Nikaido antwortet jetzt auf Naoki Nakamura. Sein Vater, Manabu Nikaido, war auch bei der Vierschanzentournee mal zu sehen. In dem Jahr, in dem Dieter Thoma gewann. Und das ist ein super schöner, gerader, geradliniger Sprung. Der hat aufsteigende Tendenz zuletzt geboten. Stehen bleiben bitte. 128 Meter. Ja, setzt sich hier deutlich durch. Wird nicht für ganz vorne reichen. Aber es war auf jeden Fall ein wertvoller Sprung. Bei leicht mehr Rückenwind jetzt. Deswegen bekommt er auch eine ganz anständige Kompensation. Und es hilft natürlich dem japanischen Team, wenn mit ihm ein bisschen jüngerer Sportler da auch ein bisschen weiter nach vorne kommt. Andreas Wellinger, wie wirkt er für dich? Ja, super entspannt. Gut. Tate Franz gegen Daniel Jovenik. Die nächsten beiden, der Amerikaner, zurzeit in Norwegen zu Hause, weil dort der Trainingsmittelpunkt für die Amerikaner liegt. Liegt vor. Wind jetzt ein bisschen ungünstiger für ihn. Ein kleiner Springer, kleinerer Springer. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er bei der Anlaufgeschwindigkeit nicht mitkommt. Das ist ein Trainer, ein Norweger. 106 Meter, der jetzt der erste ist, der so mal richtig kurz ist. Ja, da hat jetzt gar nichts funktioniert. Er ist jung, er hat einen Weltcup-Punkt, hat er in dieser Saison schon mitnehmen dürfen. Hätte sich vielleicht erwünscht, dass es bei der Tournee auch mal klappt, aber er wird noch Chancen bekommen. Aber heute wird sich das nicht ausgehen. Und Daniel Jovenik war anfangs der Saison richtig gut drauf, hat er sogar intern, mannschaftsintern, dem Stefan Kraft den ersten Platz streitig gemacht, den Rang abgelaufen, aber dann ist es ziemlich bergab gegangen. Seine Flugphase, das ist das, was ihn beschäftigt hat. Und auch er kommt nur knapp über die rote Linie, die erste rote Linie, 125 Meter, bei auch etwas ungünstigeren Windverhältnissen jetzt, 128,5. Passt zu seiner Saison, zu seinem Saisonverlauf. Ja, man sieht es hier, sieht man sehr super. Absprung ist eigentlich echt noch okay, aber dann wird er ganz schnell, Füße auseinander, wird erst breit und dann immer so ein bisschen leichtes Schaukeln von links und rechts. Und auch wenn man dann die Skiaufkantung sieht, dann sieht man sehr viel Belag im Flug und das ist immer ein schlechtes Zeichen, weil es nicht trägt. Er ist jedenfalls im zweiten Durchgang dabei. Ted Franz ist raus und er ist gar nicht so schlecht dabei als Drittplatzierter im Moment. Pius Paschke führt hier immer. Ja, und das gerade von Daniel, das war mal eine Reaktion. Wenn die ehrlich ist, dann kann sie ihm weiterhelfen. Kurz haben Sie den Gesamtstand sehen können. Jan Hörl jetzt, da wird es wieder in dieser Richtung interessant. Clemens Aigner ist sein Gegner, aber Hörl vorhin im Probedurchgang, den wir alle noch mal haben vorher. 142 Meter, der weiteste Sprung hier an den zwei Tagen.
Der hat gezeigt, dass er diesen schwächeren Eindruck vom Qualifikationsspringen gestern locker wegmachen kann. Und er wiederholt diesen Sprung glatt. Und das kann in der Gesamtwertung für ihn einen ganz weiten Sprung nach vorn bedeuten. Soweit war er nicht weg von den Podestplätzen, von den ersten vier vorne wenigstens. Jan Hörl wieder 140 Meter. Das ist richtig was wert. Das ist richtig was wert. Super Absprung. Kann mit seiner kleinen Körpergröße natürlich auch gut Geschwindigkeit mitnehmen. Braucht oben raus nicht so viel Ski. Und kann sich dann hier die Zeit nehmen, den Ski zum Körper kommen lassen. Schön Druck unter der dem Vorderteil vom Ski. Macht eine anständige Landung, nicht ganz perfekt. Aber der Hang ist wirklich sehr hart hier heute. Da ist es auch nicht einfach. Aber das kann er. Gestern hat er vielleicht in der Quali, weiß nicht, was ausprobiert, was auch immer. Er ist jedenfalls nur 33. gewesen, sieht man an seiner Startnummer, während Clemens Aigner als 18. Da stand viel besser, aber Clemens Aigner ist eigentlich der Schwächere, kommt aus dem Kontinentalcup, aus der zweiten Mannschaft sozusagen hier rein in den Weltcup, springt sauber, sehr sauber und ist nicht so weit weg. Könnte auch über die Verliererliste, denn den Hörl hat er jetzt nicht gezwungen, weiter im Wettbewerb bleiben. 133 Meter mit so einer Weite, das Nachsehen zu haben, kommt auch nicht so oft vor. Ja, aber das würde über die Lucky Loser, wenn wir jetzt hier keinen kuriosen Wettkampfverlauf haben, wird das schon reichen. Seine Sprungtechnik passt auch sehr gut zur Schanze. Lässt ja auch schön viel Luft unter die Ski und unter den Körper. Das hilft ihm dann eben noch die paar Meter extra über die rote Linie zu fliegen. Und schön zur Landung, ist zufrieden, nickt. Oh, 136 Punkte, das ist satt. Da sind die zwei jetzt gemeinsam vorne auf 1 und 2. Hier ist Paschke Dritter. Das ist jetzt die Gesamtwertung. Nein, das ist die Tageswertung des heutigen Tages. Da ist Paschke an dritter Stelle. Jetzt in diesem Paar wird es wieder richtig interessant und wichtig. Erstmal Eetu Nousiainen aus Finnland und danach dann Ryuji Kobayashi, der ja dem Andreas Wellinger in der Gesamtwertung im Nacken sitzt. Nur 3 Punkten Rückstand, der da hier vorlegen muss. Nousiainen, da hängt ein bisschen hinterm Ski. Keine optimale Fluglage gefunden. Ja, da stimmt hier die Balance nicht. Ist eher relativ weit hinten. Muss dann viel mit dem Oberkörper mithelfen, um noch den Schanzentisch einigermaßen zu erreichen. Und dann schafft es nie wirklich, ist mehr Passagier und schafft es nie wirklich aktiv im Flug zu sein. Und gut, aber er hat auch vorher wahrscheinlich schon gewusst, dass es schwierig werden wird heute. Neujahrsgrüße im Handschuh. Aber jetzt wird es wichtig für die Gesamtwertung. Ryuji Kobayashi, ein kleiner, schon wichtiger Moment. Sein dritter Sprung von den maximal 8, die ja für Endergebnis eine Rolle spielen. Zweimal hat er die Tournee schon gewonnen. Einmal alle 4 Wettbewerbe. Was macht er jetzt hier? Gut, sauber, schön, Richtung 142. Ähnlich wie Hörl. Das war stark. Aber ich sag mal so, er hat jetzt nichts Überragendes, Herausragendes hier hinbekommen. Nur 137 Meter werden gemessen. Er hat sich im Anlauf verbessert im Vergleich zu gestern. Das war wichtig für ihn, weil da hat er auch Probleme gehabt. Andi Wellinger wird wahrscheinlich trotzdem noch schneller sein, aber er macht einen guten Sprung. Vielleicht nicht den perfekten Sprung, am Absprung ein bisschen was versäumt. Aber er ist auf jeden Fall dabei und hat vorgelegt. Das ja, aber man kann immer noch weiterspringen als 137, haben wir ja gesehen bei Hörl. 144 ist hier der Schanzenrekord von David Kubacki gehalten. Aber er geht um 0,1 Punkt an Jan Hörl vorbei. Bedingungen so, und Noten. Jetzt aber der Nächste, der mal eine Rolle spielen wollte aus dem deutschen Team in der Gesamtwertung. Karl Geiger gegen den Italiener Alex Inzam. So richtig hat er die Schanzenumstellung der Oberstdorfer von seiner Heimatschanze hierhin nach Garmisch-Partenkirchen wieder nicht hinbekommen. Der Wind hilft ihm jetzt auch nicht. Ist auch relativ langsam. Und dann wird er vielleicht jetzt mit diesem Sprung noch ein paar Plätze in der Gesamtwertung einbüßen. War wieder nicht gut. 129 Meter. Kommt nicht in Schwung hier. Nee, er hat ein ganz, ganz schwieriges Gefühl in der Anfahrt. Hat er einfach nicht die Balance unterm Fuß.
Und dann fällt es ihm echt schwer, hier wirklich Druck anzubringen, wirklich abzuheben und das, was er ja braucht, seine wahnsinnige Dynamik im Sprung reinzubringen. Und dann ja, fehlen ihm einfach die Meter. Das ist leider für ihn wirklich hier bis jetzt ein bitteres Erlebnis. Vielleicht kann er noch einen guten zweiten Sprung sich da noch mal ein bisschen herholen. Ja, er kriegt sogar seinen Gegner Alex Insam, obwohl der nun wirklich in seiner Skispringer-Biografie keine besonders herausragenden Ergebnisse vorzuweisen hat. Sogar der hat jetzt eine kleine Chance, sich da durchzusetzen. 130,5 braucht er. Ja, spät. Ist ja dran, aber nicht vorbei. Galga im zweiten Durchgang dabei. Die Italiener waren zu viert schon in Oberstdorf im Wettbewerb, sind es heute wieder. Das ist das erste Mal seit 1964, dass sie das geschafft haben. Man muss nur die richtige Statistik raussuchen, um Besonderes zu entdecken. Hier jedenfalls ist Karl Geiger der Bessere in diesem Duell, auch wenn es keine herausragende Punktzahl für den Meister geworden ist. Er war jetzt deutlich zu spät am Absprung. Vielleicht auch ein bisschen überfordert mit der Situation gegen Karl. Natürlich ein großer Gegner. Und ich würde Karl einfach wirklich wünschen, dass er jetzt noch mal einen schönen Abschlusssprung hier machen kann, noch mal wirklich ins Fliegen kommt, weil das könnte auch helfen für die zweite Turnierhälfte. Auf Platz 5 ist er hinter Pius Paschke, reiht er sich ein, der Oberstdorfer. Da hat die Windberechnung noch ein bisschen was bewirkt. Vorne Kobayashi knapp vor Hörl. Erik Belchor gegen Lauro Koss. Auf den müssen wir auch achten, was die Gesamtwertung angeht. Erst noch der Amerikaner zu Beginn. Nicht ran an die rote Linie ist immer so das Ziel dieser Kategorie von Springern. Er ist 19 Jahre alt, also noch ein Junior, wird auch die Junioren-Weltmeisterschaften in diesem Winter sicher mitnehmen. 122,5 Meter. Ja, nicht die ganz große Weite, da ist auch noch viel Entwicklungspotenzial, vor allem Athletik, Schanzentisch. Aber das, was er in der Luft macht, das ist wirklich, wirklich anständig und gut. Eine schöne Körperposition. Fliegt locker im Oberkörper und das weiterentwickeln, dann kann da schon was draus entstehen. So, Lauro Koss jetzt, der Slowene bei seiner dritten Vierschanzentournee, aber hat schon ein besonderes Talent für diese Wettkampfserie bewiesen. In Oberstdorf hat er ja im zweiten Durchgang 9 Plätze gut gemacht, war dann auf Platz 4. Geht hier sicher in den zweiten Durchgang, aber ist weiter zurück von den Spitzenspringern bislang, als man hätte denken sollen. 130,5 Meter nur, auch der hatte gestern Landeprobleme. War sogar mit einer Hand im Schnee. Also richtig geflutscht ist es jetzt bei ihm nicht. Nee, und er kann die Schanze eigentlich sehr gut. Und das war jetzt wirklich einer seiner schwächeren Sprünge hier. Macht hier ein bisschen zu viel Richtung, drückt den Ski, die Skispitze ein bisschen weg. Und das ist genau das Problem hier. Und man merkt es an seiner Reaktion, er hatte eigentlich einen anderen Plan. Ja, zumal er recht günstige Windbedingungen hatte, jedenfalls im Vergleich zu Karl Greger. Der hatte es richtig schlecht. Der bekam 7,5 Bonuspunkte, daran kann man das immer sehen. Also so ganz schwach war dieser Sprung des Oberstdorfers dann doch nicht. Deshalb ist er auch sein 5. Platz hinter Pius Paschke. Im Moment. So, der Lift funktioniert wieder. Hat man gestern ja, dass das mal ausfiel, das Ding gegen Ende. Und alle über die Treppe stiefeln mussten. Vitali Kalinitschenko legt vor gegen Giovanni Bresadola. Der Ukrainer erlebt eine Premiere. Hier ist zum ersten Mal in einem K.O.-Durchgang dabei. Seine Familie lebt immer noch im Münsterland. Da sind sie nach Kriegsbeginn hingekommen. Fährt immer mal wieder hin für ein paar Tage, dann wieder zurück in die Heimat. 20 Stunden, hat er erzählt, dauert das mit dem Auto. 120 Meter, eine ganz andere Kategorie von Sportlern. Auch unter diesen Gesichtspunkten. Ja, das wird wahrscheinlich keine Aufgabe für den Giovanni werden. Warten wir mal ab, er ist ja in Oberstdorf auch super schlecht gesprungen im ersten Durchgang. Hat aber trotzdem gereicht, um sich dann gegen Halvor Ignar Granerud durchzusetzen, denn den hat er K.O. gehauen, sozusagen. Meistens im Training gut, im Wettbewerb nicht. So der Anti-Geiger im Prinzip. Ja, jetzt schon. Aber wir haben ja heute auch gesehen, dass es bei
Karl Geiger nicht so gut funktionierte. Bei ihm jetzt ausnahmsweise mal im Wettkampf ganz ordentlich. Und so sehen wir Giovanni Plessado da gleich nochmal im zweiten Durchgang wieder. 125,5 Meter. Reicht auf jeden Fall fürs Finale. Also er bekommt noch einen Sprung. Und das, was er ab hier macht, ist ziemlich gut. Am Schanzentisch, da ist es immer so ein kleines bisschen ungestüm und ein bisschen atypische, sehr geduckte Haltung am Absprung und das dann auch ein kleines bisschen fehleranfällig. Er bräuchte auch mehr Power, wenn der Wind von hinten kommt. Da trägt ihn nichts. So, Andreas Wellinger steigt ein, lässt sich nach oben chauffieren, ist ja auch viel bequemer als die Stufen, die er gestern daneben musste. Nach dem Stefan Laie bekommt es mit Roman Koudelka zu tun, der einzige Tscheche im Wettbewerb. Die Tschechen mussten mal 35 Jahre warten auf ihren nächsten Vier-Schanzentournee-Sieg. Das war gegen den 70er Jahren los. Seit 18 Jahren warten sie wieder. Aber das wird mit ihm nichts werden. Trotzdem, sie sind guter Dinge. Trainerteam ist jung. Die ganze Skisprung. Geschichte in Tschechien ist auf ganz neue Füße gestellt worden, 126 Meter. Die Ergebnisse sind völlig egal im Moment. Sie haben diesen Sport runtergewirtschaftet in der Vergangenheit. Das soll alles wieder auf neue Füße gestellt werden in 2-3 Jahren. Und Koudelka ist da der Mann, der mitwirkt im Weltcup, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren. 126 Meter. Stefan Laie hat eine Chance, sich im zweiten Durchgang wiederzufinden, obwohl seine Sprünge zuletzt nicht wirklich gut funktionierten. Und er muss auch ein bisschen gucken, dass die, die aus dem B-Kader da auftauchen, ihn nicht vielleicht verdrängen aus dem Weltcup irgendwann mal. Jetzt Seitsprung hier am Neujahrstag. Gutes Tempo, 91 km/h. Jawohl, komm. Schöner Sprung, sein bester hier. Stefan Laie endlich mal wieder. So wie wir ihn am Anfang der Saison gesehen haben. Ganz, ganz stark. 138 Meter. Der zweitweiteste bisher. Ganz, 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 ganz wichtiger Sprung für ihn. Oberstdorf nicht ganz so glücklich ausgesehen. Hier im Training noch Probleme gehabt. Aber jetzt endlich mal geschafft, dass er hier nicht zu schnell in die Richtung geht, sondern sich Zeit lässt, entwickeln, Höhe aufnehmen. Und dann kann er bis weit runterfliegen. Hat auch einen guten Moment erwischt. Das wechselt doch sehr schnell jetzt, was die Windbedingungen angeht. Er kommt Minuspunkte. Also hat ein bisschen Glück gehabt, aber hat er gut genutzt. Und mit 140,2 Punkten ist er gar nicht so weit weg. Platz 3 hinter Kobayashi und Hörl. Haschke 5, Geiger 6. So steht's. Ein ständiges Zwischenergebnis. Kobayashi und Hörl haben sich natürlich ein kleines bisschen abgesetzt schon, aber... Aber weiter geht's. Die starke DSV-Mannschaft hat noch ein bisschen was zu bieten. Zum Beispiel Philipp Raimund jetzt im nächsten Zweikampf mit Johann Eriksen Sündal, der ganz schwach in der Probe sprang. Und wenn er das jetzt wiederholt, wird es ein Spaziergang für seinen Oberstdorfer Gegner. Und so ähnlich ist es auch ein bisschen verbessert. Aber auch die Norweger haben zu tun mit ihrer Anlaufgeschwindigkeit. Seit gestern ist das schon klar. 126 Meter sind da noch an der gute Verbesserung. Ja, jetzt mit 89,7 jetzt 1,3 km/h langsamer als zum Beispiel Stefan Laie und das sind so viele Meter, so gut kannst du dann fast nicht springen. Also das ist die Vorlage für Philipp Raimund, den einzigen im Weltcup-Team des Deutschen Skiverbands, der noch ohne Weltcup-Sieg, sogar ohne Weltcup-Podest ist. Das will er natürlich auch irgendwann mal korrigieren. Man merkt es ihn aber wirklich nicht so an. Er ist wie Andreas Wellinger auch ständig gut gelaunt. Kaum zu bremsen. Gute Bedingungen. Jawohl, jetzt hat es wieder ein bisschen gewechselt. Könnte ihm helfen. Komm, komm, komm. Jawohl, und auch der. Boah, bleib stehen. Das ist schade, dass ihm dieser Rutscher da passiert. Aber du hast es ja gesagt, der Hang ist knallhart. Muss ja, aufpassen. Es ist wirklich wie eine Eispiste eigentlich. Also man hat die Helfer gesehen, die Ästchen in den Hang stecken und da mit der Bohrmaschine unterwegs sind.
Sprung bei ihm, Absprung wirklich gut. Hier muss er ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu schnell die Ski auseinander nimmt und dann auch viel kantet, weil das kann er eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und dann bei der Landung will natürlich alles rausholen, fällt ein bisschen nach vorne drauf und dann, ja, das ist eh artistisch gerettet. Ja, aber er berührt den Schnee nicht mit der Hand. Insofern. Was hoffentlich alle Kampfrichter gesehen haben. Ja, einigermaßen. Ja. Aber es sind halt nur 15, 16, halt auch nur 20 sind ja maximal möglich. Also 3 Wertungen bleiben übrig von den 5. Die beste wird gestrichen, die schlechteste wird gestrichen. Dann 60 maximal möglich. Davon holt er aber jetzt relativ wenig, weil sie so viele Sachen gesehen haben, die sie abziehen mussten. Vor allen Dingen dann nach der Landung. Das gehört auch noch dazu. 10. Platz nur, das ist schade. Da hätte er gut und gern 3, 4, 5 Plätze weiter vorne sein können. So in der Gegend von Paschke und Geiger. Arti Aigo. Entschuldigung. Gegen sind dann 10 Punkte. 10 Punkte sind halt weg. Ja. Sofort. Das ist auch für die Gesamtwertung sind sie weg. Denn da war er als 6. Platzierter ja ganz gut dran. Und gar nicht so weit weg von Podestplätzen. Arti Aigo aus Estland kommt jetzt. Auch nicht an die erste rote Linie dran. Es gibt da irgendwie eine Theorie unter den Service-Leuten, wie das mit der Anlaufgeschwindigkeit hier in dieser Spur sich so verhalten könnte. Die ist gefräst worden, neu gefräst worden, hat Rillen produziert und manche Ski, vor allen Dingen aus Österreich, wie in seinem Fall, haben auch Rillen, die müssen ja auch da sein, damit die Luft runterkommt, damit das rutscht. Und diese Rillen passen genau in die Rillen der Spur. Das ist dann so wie beim Fahrradfahren, wenn man in einen Straßenbadgleis gerät, man kommt dann nicht mehr raus und dann wird man in dieser Spur gegen die Ränder gedrückt. Da schleift es dann ein bisschen und wird langsamer. So hat das jedenfalls Franz Neuländer erklärt. Man sieht es jetzt hier, dieses Profil mit den Zacken, das ist heuer hier anders, als es die ganzen letzten Jahre in Garmisch-Partenkirchen war. Und da ist es, Dennis, dann ist natürlich eine Situation, du kommst hierher, auch die ganzen Serviceleute, und es ist eine komplett neue Situation und du kennst sie nicht. Und jetzt zum Beispiel Remo Imhoff, selbes Skifabrikat wie Andreas Wellinger, der war gestern als kleiner Athlet unglaublich schnell. Ja, da ist das Problem nämlich nicht da. Und schon ist er mit 90,9 bei den Besseren, bei den Schnelleren und kann das umsetzen in eine Weite, die ihn in den zweiten Durchgang bringt. Also ich wollte noch kurz sagen, die Information stammt von Franz Neuländer, das ist ein Skimann seit ewig Zeiten aus Österreich, der dieses Problem eigentlich beheben wollte. 127 Meter. Ja, es ist dann, wenn natürlich, du kannst natürlich einen Ski auch nicht irgendwie mal ganz schnell umbauen. Und eigentlich ähneln sich die Fräsprofile auf den Schanzen doch sehr. Und du hast eigentlich wie Karteikärtchen zu jeder Schanze, dass du als Servicemann weißt, was muss ich da machen und wie sieht es da aus. Dann ist natürlich schon, wenn du hierher fährst und auf einmal ist bei der Verschanzentour bei so einem Wettkampf alles anders, ziemlich bitter. So wie es jetzt für Arti Aigo bitter ist, denn er muss sich verabschieden, weil er das Duell verliert. Blau unterlegt, das sind die Namen derjenigen, die das Duell verloren haben, aber aufgrund der Punktzahl auf der Verliererliste vorne dabei sind Clemens Eigner, Kasper Rivalto, Alex Insam, Halvor Egner Granerud noch. Und auch der Franzose Valentin Foubert, sieh da, ist immer noch dabei. Jetzt haben wir ein Interview. Andreas Gürten, bitte. Karl Geiger, 129 Meter im ersten Durchgang qualifiziert, aber nicht ganz vorne dabei. Was ist das, was im zweiten noch besser laufen muss hier auf der Olympiastanze? Ja, ich muss jetzt erstmal so sehen, es war der beste Sprung jetzt hier. Also ich bin jetzt hier noch gar nicht gut reinkommen, aber es gibt schon einiges besser zu machen. Anfahrtsgeschwindigkeit ist immer noch nicht da, wo ich sie ganz gerne hätte, aber ich glaube, es war der richtige Schritt und ja, da muss man demütig und geduldig bleiben. Die Fans werden Sie unterstützen. Danke. Die große Olympiaschanze mit dem schrägen Anlaufturm, in dem dieser schräge Aufzug auch drin ist. Das hat gestern ja dieses Problem verursacht. Eine besondere Konstruktion, die immer mal wieder anfällig ist für solche Ausfälle. Aber hoffentlich geht das heute besser, damit da keiner später noch rückklettern muss. Andreas Wellinger ist oben angekommen. Nimmt die Stimmung auf. Und jetzt Daniel André Tande gegen Junichiro Kobayashi, den älteren Bruder von Ryo, der Norweger, verhinderter Vierschanzentournee-Sieger des Jahres 2017, als er im letzten Sprung mit einem Materialproblem
diesen Triumph sich selbst auch vermasselte, weil er ein bisschen selbst dran schuld war. Da wurde dann Kamil Stoch Gesamtsieger. Das ist vielleicht immer irgendwie noch mit im Kopf, wenn er denn hier. Oh, Alex Stöckel unzufrieden mit den Bedingungen. Ja. Was macht der Wind? Der Wind ist ja ein Mitspieler geworden in diesem modernen Skispringen. Er ist lange bekämpft worden, verwünscht worden. Und dann hat man gesehen, man kann ihn irgendwie auch benutzen. Man kann ihm eine Rolle geben. Er darf mitmachen, wird mit einkalkuliert und kann Punkte beisteuern. In diesem Fall ein paar Pluspunkte, aber das ist ja so, Severin. Ja, ganz bittere Situation, 10 Kompensationspunkte, vor allem direkt nach dem Tisch hier in der Phase, sehr viel Rückenwind. Und wenn du ein Sportler bist, so wie der Daniel gerade, der eh am Suchen ist und nicht ganz die Form hat, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was du dir wünschst. Du wünschst dir Unterstützung, der Wind soll dich tragen, soll dir ein bisschen helfen und da zeigt es die Reaktion. Nur 122 Meter und da gilt ja die Faustregel. Lieber Aufwind und Punktabzüge, das nimmt jeder gerne, aber Pluspunkte bei Rückenwind, auf die kannst du verzichten. Junichiro Kobayashi, wie geht's dem? Nicht so viel besser. Messers bleibt auch ein Stück hinter Tando sogar noch zurück, der damit im zweiten Durchgang sein müsste. Ja, bekommt weniger Kompensation, da hat er dann keine Chance. 121 kann er. Schöne Perspektive, wo man hier dann sieht, vor allem der linke Ski ist dann sehr aufgekantet. Und das ist alles Fläche, Tragfläche, die verloren geht. Naja, der Bruder denkt sich, so schlecht war es nicht. Aber es war halt zu wenig fürs Duell. Wenn man vom jüngeren Bruder anerkennendes Nicken ergattert, weiß ja nicht. 119,4 zu 112,7, so gewinnt Daniel Ampetande, aber richtig weit vorne ist er mit der Punktzahl dann trotzdem nicht. So sieht's aus, Kobayashi weiter hier in Führung, in der Tageswertung und auch in der Gesamtwertung nach drei Sprüngen. Gregor Deschwanden gegen Konstantin Schmidt. Der Schweizer ist auch einer, der sich wünscht, dass nicht schon wieder, wie aus seiner Sicht in Oberstdorf, der Wind seine schmutzigen Finger hier im Spiel hat. Hat er aber wieder ein bisschen Pech. Das hat ihn so geärgert. Mit so einer guten Vorform angereist zur Tournee. Man hatte ihn sogar mit zum weiteren Kreis der Kandidaten für einen vorderen Platz am Ende auflisten können. Aber es war dann früh damit vorbei und hier auch wieder 124 Meter. Ja, auch leider müssen wir ein bisschen auf dem Thema der Geschwindigkeit rumreiten. Aber es macht halt einfach wirklich was aus. Er ist eigentlich immer sehr schnell in der Anfahrt. Verliert jetzt auch über ein halbes km/h auf zum Beispiel Stefan Laie. Und gerade als großer Sportler, wo du auf die Geschwindigkeit auch angewiesen bist, weil du mehr Gewicht mitbringst, ist das dann ganz schwierig. Und da, ja, man sieht, er ist mit dem Sprung eigentlich zufrieden, aber er landet halt trotzdem für seinen Geschmack deutlich zu früh. Jetzt kommt Konstantin Schmidt, der gestern so wunderbar hier sprang und der auch wieder im Probedurchgang gut aufgelegt war. Er ist ja aus der zweiten Reihe hier hingekommen in der zusätzlichen Startgruppe, wird auch wieder in den Kontinentalcup, in diese zweite Liga wohl zurückgehen. Da gibt es ab nächsten Wochenende hier wieder Wettbewerbe. Da soll er den zusätzlichen Startplatz holen über eine gute Gesamtplatzierung. Konstantin Schmidt, wie kommt der damit zurecht? Wie schnell ist der? Gut ist er, schnell ist er. Hoch und stabil und dann ist er im zweiten Durchgang. Auch ein bisschen gewackelt da unten beim Rausfahren leider. Ja, er ist eigentlich der einzige Athlet mit dem gelben Ski, der wirklich von der Geschwindigkeit dabei ist. 128,5 Meter. Mit 91 km/h. Selbe Geschwindigkeit wie Stefan Laie. Dem Sprung war nicht ganz. Baut hier oben einen kleinen Umweg ein. Muss erst ein bisschen viel mit dem Oberkörper helfen. Wenn er da ein bisschen direkter. Er könnte das eigentlich von der Sprunganlage schon machen, dass er für sein Gefühl eher eine bisschen aggressivere Variante hier nimmt, ja, und das bei der Landung. Man sieht halt, der Ski bekommt eigentlich gar nicht wirklich Griff, sondern rutscht nur über die Oberfläche, weil sie so hart ist und das macht es kompliziert heute. Er ist im zweiten Durchgang dabei, als Zehnter im Moment platziert. Deschwanden ist tatsächlich raus, nicht unter den Lucky Losern zu finden. Andrea Kampreger gegen Marius Lindwig. So langsam nähern wir uns einem weiteren wichtigen Punkt, wenn gleich in ein paar Minuten Stefan Kraft hier eingreifen wird. In der Gesamtwertung auch noch als Dritter mit von der Partie. Zunächst einmal der Späteinsteiger aus dem Flachland. Aus der Nähe von Padua stammt er. Oh, was war das für ein Absprung?
Hat er noch gegoogelt, um den zu finden. Ja. 1,93 Meter ist er, ja, groß, der größte im Feld. 123 Meter. Ja, das macht natürlich auch die ganze Koordination. Da ist der Weg vom Kopf in die Fußsohlen ist halt sehr lang. Und das macht es dann auch komplizierter. Wenn man dann hier sieht, wo er anfängt abzuspringen, da ist kein Schanzentisch mehr oder nur noch sehr kurz und der Rest geht verpufft. Und wie gesagt, die Position hier ist ein bisschen eigen, aber eigentlich schön flache Skiführung. Daraus könnte man schon was machen, aber da gehört beides dazu, Flug und Absprung. Ganz spät angefangen, schon als fortgeschrittener Teenager, erst zu diesem Sport gefunden, wollte unbedingt Skispringer sein, hat alles daran gesetzt, auch wenn ein bisschen was dagegen spricht, seine Statur zum Beispiel. Marius Lindwig antwortet darauf jetzt mit einem, wie er sich wahrscheinlich wünscht, guten Sprung, denn er ist in der Gesamtwertung Fünfter von Oberstdorf, schöne Höhe hat er. Er ist ein Spezialist für diese Schanze, hat hier schon gewonnen, sein erster Weltcupsieg war ein Neujahrssieg. Und der ist nicht mehr hundertprozentig zufrieden. Olympiasieger ist er. Noch dazu, in Engelberg hat er uns erzählt, 133,5 Meter, ich will die Vier-Schanzentournee gewinnen. Große Ziele braucht man. Aber das wird schwierig bei dem Ergebnis aus Oberstdorf. Ja, vielleicht war er deswegen auch nicht ganz zufrieden, weil er sich gedacht hat, hier auf der Schanze muss ich angreifen, weil hier kann ich was rausholen. Und das ist eigentlich der einzige, auf den Alexander Stöckel, jetzt sind wir in den österreichischen Trainer, der Norweger, wirklich zurzeit bauen und zählen kann, der tatsächlich Topsprünge immer mal wieder einbaut in sein Programm. Und ist er Vierter. Moment, hinter Stefan Laie, der wohlgemerkt immer noch Dritter ist, Pius Baschke auf der 6 und Karl Geiger auf 7 zu finden. Martin Hamann gegen Peter Preutz, das nächste Duell, wieder mit deutscher Beteiligung. So langsam müssen auch wieder die Zuschauer Anlauf nehmen, wenn dann später Andreas Wellinger zum Einsatz kommt. Erst Martin Hamann, der deutsche Meister, der am Anfang des Winters so stark im Weltcup-Team auftrumpfen konnte, die Form aber schnell verloren hat. Und er kommt einfach nicht zurecht. Es war aber ein besserer Sprung. Also vom Schanzentisch, jetzt auch. Vom Schanzentisch muss man wirklich sagen, war es echt einer seiner besseren. Ist ein unglücklicher Moment, wo er springen musste. Aber jetzt hat er es mal geschafft, dass er hier ein bisschen direkter ist. Natürlich kann er das dann auch von der Skiführung im ersten Moment noch besser machen. Aber dann die Flugposition ist auch gut. Es ist halt jetzt auch mit plus 8,9. 8,9 ist es eine schwierige Situation. 125 Meter, ja, der Flug war ruhig. Der ganze Vortrag war ruhig und kontrolliert, dass er das kann, dass er das Talent hat. Hat er oft genug bewiesen, was ihm fehlt, ist durchzuhalten. Damit auf diesem Niveau. Peter Preutz ist sein Gegner, namhaft. Natürlich ein sprunghafter Karriereverlauf hat ihn begleitet. Nach seinem großen Jahr 2016, als er die Vier-Schanzentournee gewann. Unter anderem immer wieder im Wettstreit auch mit Severin Freund. Ah, das wird eng, aber er kommt knapp über die grüne Linie. Das war die Hamann-Linie. Nur im vorderen Feld der Tageswertung findet er sich jetzt auch nicht wieder mit 127,5 Meter. Ja, Peter hat ja auf Instagram geschrieben, sometimes good, sometimes bumpy. Es zieht sich ein bisschen fort. Er hat zwischendurch echt Sprünge, die exzellent sind. Aber dann rutscht ihm auch immer wieder mal so einer raus, wo er im Flug relativ viel korrigieren muss. Driftet erst auf die eine Seite, dann auf die andere Seite und das kostet natürlich alles Meter. Aber er bleibt trotzdem interessant für die Saison, weil wenn er alle Sachen zusammen hat, dann kann er schon wieder ziemlich weit vorne mitspielen. 132,4 ist so schlecht nicht. Als Punktzahl hat auch 4 Windkompensationen bekommen und ist Achter hinter Karl Geiger. Aber Martin Hamann geht an die 2 in der Lucky Loser Liste und das... Ja, da dürfte er dabei bleiben für den zweiten Durchgang. Wir gehen wieder nach oben. Andreas Wellinger in der Konzentrationsphase. Das hat er im Griff. Und Stefan Kraft gleich in Aktion. Antti Aalto wird vorlegen in seinem Duell. Und dann werden wir schlauer sein, ob es dem Österreicher endlich mal gelingt, hier einen wirklich guten Sprung zu produzieren auf einer Schanze, auf der ihm in den letzten Jahren so oft die Luft ausgegangen ist. Antti Aalto zunächst. Auch nicht einfach gerade. Nee, wenn sich das nicht schnell ändert, wird der Kraft ein Problem kriegen. Aalto hatte das schon, sich da durchzusetzen bei Rückenwind. Was macht man? Man muss kräftiger, höher abspringen, wenn man es vorher wüsste. Wird man es auch tun. Den Windmonitor hat man nur leider oben nicht. Und deswegen ist eigentlich die Marschroute, dass man einfach seinen Sprung macht, wie immer,
und das aus als Instinkt einfach mitlaufen lässt, dass man auf Bedingungen, die dann im Flug vorherrschen, reagiert. Beim Anti haben wir jetzt schon gesehen, wie flach der Ski eigentlich aus der Spur fährt, ist auch auf der späten Seite. Und dann, wenn du keinen Druck unter die Skispitzen bekommst, dann merkst du schon, okay, das wird eine zähe Geschichte. So, jetzt aber die Eltern von Stefan Kraft sind natürlich auch wieder da. Ein kleiner Moment der Wahrheit jetzt für den Österreicher, den Führenden in der Weltcup-Gesamtwertung im gelben Trikot. Dass das hier mal was werden kann auf dieser Schanze. Er war guter Dinge zuvor. Der Probedurchgang war einigermaßen. Er muss richtig zeitig abspringen. Das war ein bisschen schief da oben. Schade, nicht so rund runtergekommen. Trotzdem noch gerettet diesen Sprung. Oh, im Flug ist er echt bei schwierigen Bedingungen, das muss man auch wieder dazu sagen. Oh je, aber was bedeutet das für die Gesamtwertung? Seine Punktzahl wird dann interessant werden. 133,5 Meter. Also im Flug ist er so stark, aber in der Phase, das nach dem Absprung, dann das auf den Ski gehen, sieht auch, dass die Schultern relativ hart werden müssen. Das kostet einfach auf der Schanze Meter. Hier sieht man jetzt, er will Geschwindigkeit machen, der Kopf geht relativ direkt zwischen die Skispitzen. Und dann ist er einfach im Vergleich zu den Athleten, die ganz runterspringen, sehr flach. Und er kann mit dieser flachen Fluglage dann schon noch was rausretten, weil er einfach wahnsinnig viel Geschwindigkeit hat. Aber es ist nicht die perfekte Variante für Garmisch-Partenkirchen. Ja, das ist nichts Neues bei ihm. Gute Miene zum etwas, naja, 141,4. Naja, die Bedingungen. Hat er viel Windbonus bekommen. So weit weg ist er dann doch nicht. Jetzt auf Platz 3, guck mal da. Aber auf Kobayashi verliert er wieder 5 Punkte für die Gesamtwertung. Da bleibt er hinter dem Japaner. Und Jan Hörl ist hier heute auch vor ihm. Stefan Leih immer noch sehr, sehr guter Fit. Dann kommen wir zu Simon Ammann gegen Timi Zeitz. Der Schweizer, 42 Jahre alt, hat 4 Schanzenturniersieger kommen und gehen sehen. Gregor Schlierenzauer zum Beispiel, Thomas Morgenstern. Und er ist immer noch da. Für ihn ist es der einzige unerreichte Titel. Zweimal Zweiter, zweimal Dritter. Mehr war nicht drin. Und hier sind 125 Meter, nicht viel mehr drin. Obwohl er natürlich diese Schanze auch schon mal beherrscht hat. Hat hier gewonnen, hat einen Schanzenrekord gehabt. 125 Meter sind es jetzt. Ja, hier passt es nicht ganz. Braucht auch dann hier eher der Ski einmal kurz weggetaucht. Dann kann er nicht ganz seine verbesserte Flugposition zeigen, wie wir sie in dem Winter schon gesehen haben. Er fragt sich auch, ja, wie viel ist das jetzt wert? Auch er war recht schnell, ja, für seine Verhältnisse. Sein Gegner Timi Zeitz war Weltmeister auf der Großschanze im letzten Jahr. Den Titel hatte der Simon Ammann auch schon mal. Das war 2007. Da kam der Zeitz gerade in die Grundschule. Und jetzt tritt der Wind. Ja, zu seinen Gunsten. Und das ist einer, der mit Aufwind nun wirklich was anfangen kann. Grandioser Flieger. Der kann jetzt nicht nur den Ammann überflügeln, sondern auch in Nähe der aktuell Führenden in der Tageswertung kommen. Nicht ganz. Warum nicht? Weil er, so wie ich sehe, also jedenfalls die Flugposition nicht richtig erreicht hat. Nicht schnell genug. 136 Meter sind gut. Aber eben hinter Kobayashi, hinter Hörn, sogar hinter Leih von der Weite. 15 Sekunden später noch springen, Timmy, dann wärst du richtig in den Aufwind reingesprungen. So war es noch ein bisschen unentschlossen. Und er weiß natürlich grundsätzlich auch, auf der Schanze eher oben ein bisschen vorsichtig machen, nicht zu aggressiv werden mit seiner Körpergröße. Und dann bleibt er hier eher ein bisschen passiv, bekommt dann sehr viel Druck unter den Ski und wenn es zu viel ist, bremst es natürlich auch. Ist auch noch relativ hoch gewesen, dafür aber toll gelandet. Die Slowenen hatten ja gestern mit Domen Prejoc, war gerade zu sehen, einen Disqualifizierten, der Anzug hat zu wenig Luft durchgelassen. Zeitz ist Fünfter und ich könnte mir denken, das hat sie auch ein bisschen irritiert, haben sie alle nochmal nachgemessen, ob das bei ihnen anderswo auch noch der Fall ist. Na, hoffentlich. Francesco Ceccon gegen Michael Hangl. Das Duell gab es in Oberstdorf auch schon mal. Jetzt sind komplett andere Bedingungen. Ja, hat Satz gedreht. Jetzt wird's gut. Da könnte sogar der Italiener ein bisschen was draus machen. Als er 2 Jahre alt war, hat sein Vater Roberto aufgehört. Einer der besten italienischen Skispringer aller Zeiten. Wieder so eine Familiengeschichte. 124,5 Meter ist aber zu wenig, um den Heiberg auch nur irgendwie in Verlegenheit bringen zu können. Ja, er hat eine ganz schöne Absprungtechnik eigentlich, relativ neutral, bringt relativ viel Druck an. Flug darf er sich gern noch ein bisschen was von Giovanni Bresadola abschauen. Dann
ist da noch ein bisschen mehr drin. Und das ist ja auch, wenn man im eigenen Team Leute hat, an denen man sich in Teilbereichen orientieren kann, ist es ja auch nicht das Schlechteste. Der Vater von Michael Halbeck darf hier auch unterstützend eingreifen an diesen Neujahrstag. Denn jetzt kommt er, der junge Mann. Mit 32 fängt die Schanze an, mir zu gefallen, hat er gestern gesagt. Also auch da ist schon eine lange Zeit vergangen mit fragwürdigeren Ergebnissen. Und auch der rutscht da weg. Wie Philipp Raimund kostet Punkte, kostet eine gute Platzierung oder eine bessere Platzierung nach 136 Metern. Schade. Ja, auf alle Fälle, weil sitzt hier ein bisschen verdreht, rechter Ski bekommt ein bisschen viel Luft, deswegen springt er auch relativ weit, von unten gesehen nach rechts rüber und dann hier. Sie Halleluja, nicht sehen, Halleluja. Freund fasst sich an den Kopf. Ja, weil das halt so Situationen sind, wo man auch weiß, okay, wenn das irgendwie schlecht ausgeht, dann sind das ganz blöde Situationen auf den harten Aufsprung irgendwie mit Gesicht oder sonst was. Das ist was, was du dir wirklich nicht wünschst. Gab es zuletzt ja im Kontinentalcup bei einem Norweger in Engelberg, im Krankenhaus landete. Neunter ist er damit nur und auch der hat einen Haufen Punkte über die Haltungsnoten verloren. Aber was für ein Bild im Stadion. Luca Roth ist der Nächste, Manuel Fettner ist sein Gegner. Schwierige Aufgabe für den Mann vom SV Meßstetten. Da hat er sich schon mal ins goldene Buch der Stadt eintragen dürfen, weil er so viele Juniorenerfolge geschafft hat. Ist auch einer von den Großen, 1,90. Da wird es schwer, sich gegen die Schwerkraft zu behaupten. Erst recht, wenn der Wind von hinten weht. Ronny Hornschuh ist der, der ihn betreut, der für ihn zuständig ist. 121. Ja, hat sich aus der deutschen Mannschaft generell jetzt hier am schwersten getan. Sieht man ja auch an der Startnummer gerade so reingerutscht in den Wettbewerb. Ist dann natürlich keine einfache Situation, wenn du weißt, so ganz habe ich die Chance noch nicht geknackt. Dann geht es gegen starken Gegner. Deswegen auch da das Erlebnis mitnehmen, die Emotionen mitnehmen. Ja, er wird wohl ausscheiden. 114,4 Punkte sind zu wenig für die Verliererliste der besten fünf. Dort heißt halber Granadryd auf dem Schleudersitz als Fünfter. Jetzt kommt aber Manuel Fettner bei seinem 25. Tourneeauftritt. Silberjubiläum. Ist einmal in der Gesamtwertung Vierter gewesen. Im Vorjahr hier auch Vierter in Garmisch-Partenkirchen. Hat zuletzt für ihn selbst unheimlich viele gute Sprünge gemacht. Und das ist schon wieder einer. Und dann ist der vorn mit dabei, weil er ein paar Bonuspunkte kriegt. Weil er gut landet. Relativ gut. Ja. Und weil er 136 Meter aufs Konto kriegt. Ja, und auch er ist von der Geschwindigkeit dabei, ist nicht der Schnellste. Aber wenn er dabei ist von der Geschwindigkeit, dann ist es für ihn ein gutes Zeichen. Und die Flugposition, die ist sowieso super. Und der gerne mal ein bisschen bei der Landung wackelt, er hat hier keine Probleme. Ja, man hat gesehen, wie es da gerumpelt hat, wie er ein bisschen durchgeschüttelt wurde auf der eisigen Piste. 142 Punkte sind es geworden. Damit ist er auf Platz 3 hinter Hörl. 4,4 Punkte hinter Kobayashi, der immer noch führt. Und der große Gegenspieler in der Gesamtwertung des Japaners, der kommt im nächsten Duell. Jetzt, Leute, könnt ihr ruhig mal feuchte Finger kriegen. Die im Stadion schon. Und zu Hause. Daniel Vasiljev ist der Sparringspartner jetzt in diesem ersten Durchgang beim Neujahrsspringen für Andreas Wellinger, der dann gleich seine Führung in der Gesamtwertung behaupten wird und auch in der Tageswertung eine vordere Rolle spielen kann. Zunächst der Kasache, immerhin auch Weltmeister bei den Studenten geworden. Aber insgesamt aus einem Team, das zu viele Schwachstellen hat in allen Bereichen. Trainings, Methodik, Material, was es da so alles gibt. 116 Meter und Geld natürlich auch. Er macht technisch echt immer wieder ganz anständige Sachen. Aber da jetzt Andreas Wellinger. Wenn er so springt, wenn er so abspringt und so fliegt, wie zuletzt immer, ist das eine sichere Sache für ihn. Er muss nur gut landen. Da hat er uns gestern ein bisschen den Schreck eingejagt, weil das dreimal nacheinander nicht gut funktioniert hat auf dieser schwierigen Landepiste, ganz offensichtlich. Das muss jetzt besser klappen. Stefan Hongacher atmet ein bisschen durch. Der Wind wäre jetzt gar nicht so schlecht. Wenn er gleich grün bekäme. Ein bisschen seitenwindig. Er hat es von der Seite, das rechnet gar nicht mit, aber ist egal. Jetzt muss er los. Das kann ihn alles jetzt nicht stören. Er ist locker drauf, er ist gut drauf, er hat die Sicherheit. Das kann gehen. Ja, der geht. Und das ist auch stark. Woll. Das ist auch stark von
Andreas Wellinger, der ist dabei. Landung gut, Sprung gut. 19,519. 138 Meter. Topspeed. Oh, das ist gut gegangen. Auch die Landung. Super. Also, bitte sehr, Severin. Da machen wir einen Haken dran an diesen ersten Durchgang. Ja, da machen wir wirklich nach. Vielleicht, also wie gesagt, man kann das Haar immer suchen. Vielleicht war er ein bisschen knapp am Schanzentisch, aber das, was er hier macht, ist absolute Weltspitze. Und das war unglaublich wichtig. Im Probedurchgang heute schon eine gute Landung gezeigt. Jetzt noch mal besser, bekommt zurecht. Sehr hohe Noten. Die braucht er auch, weil die Bedingungen tatsächlich bei ihm jetzt ziemlich gut waren. Also er kommt gar nicht, bekommt sogar minimal Abzug. Deswegen muss er natürlich auch sehr weit springen. Hat den höchsten Haltungsnotenpunktwert von allen, wenn ich das richtig sehe. Hat er schon 20 einmal bekommen in Oberstdorf. Und er ist mit 144,3 Punkten jetzt auf Platz 3. Wie nah ist er dran am Kubayashi? 2,1 Punkte, hält noch 9/10 in der Gesamtwertung seines Vorsprungs aus Oberstdorf. Auf seiner Seite führt er also auch noch. Aber sie sind enger zusammengerückt. Aber die Ausgangsposition für den zweiten Durchgang ist auf jeden Fall da. Und er hat diese Landeschwäche des gestrigen Tages weggebügelt in der Silvesternacht irgendwie. Das hat wieder sehr gut. Das letzte Duell. Piotr Dzyuba zuerst gegen Andrzej Laniszek, der gestern die Qualifikation gewann und mir mit zum Tagessieg-Favoritenkreis gehören muss. Erst der Pole, Piotr Dzyuba, Weltmeister ist er auf der Normalschanze. War Zweiter schon bei der Vierschanzentournee hinter seinem Landsmann Stoch. Aber die Zeiten sind vorbei. Insgesamt fürs polnische Team. Er ist der Beste im Gesamtweltcup, aber auf Platz 23, nur 126 Meter, kann der jetzt den Granerud aus der Verliererliste rauskriegen, wenn man mal davon ausgeht, dass der Laniszek ihn schlägt. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, und wie schnell das geht. Andy Wellinger springt quasi mit Nullwind, also zumindest errechnet im Nullwind. Piotr Dzyuba hat jetzt wieder einen halben Meter kumuliert Rückenwind. Ja, das, man braucht das Quäntchen Glück natürlich auch. 124,5 Punkte. Granerud ist aus der Fünfer-Verliererliste raus. Er hat ein paar Punkte weniger. Piotr Dzyuba rettet sich da rein. Jetzt Andrzej Laniszek. Gestern glänzend den Sprung gekommen. Er ist ja immer schon aus Oberstdorf gekommen und hatte fast keine Aussichten mehr auf dem Gesamtsieg. So ist es jetzt ihm auch wieder passiert. Und danach wurde er plötzlich lockerer und hat gute Platzierungen rausgeholt. Auch hier in Garmisch. Auch stark. Ja, aber nicht ganz vorne, glaube ich. Die grüne Linie hat jetzt natürlich uns nicht besonders viel geholfen. Das war die Dzyuba-Linie. Keine Kobayashi-Linie, die immer noch führt. Der Japaner, 136 Meter. Bleibt einen Meter hinter dem Ryu bei ähnlicher Kompensation. Kleines bisschen weniger bekommt er. Aber ja, es ist schade bei ihm, dass das Oberstdorf einfach nicht funktioniert, weil hier super sauberer Sprung, genau das, was man von ihm kennt. Schön lang, wunderbar entspannte Flugposition. Da macht es wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Es ist natürlich dann für ihn extrem bitter, wenn du weißt, ja, Gesamtwertung, da kann ich sowieso nichts mehr ausrichten. Ja, dann kommst du nach Garmisch und dann heißt es schon immer, der Laniszek ist zu weit weg. Ja. Aber er zeigt wieder die Faust, er ist zufrieden, hat auch gestern erzählt, gar nicht so sehr der Sieg, der Erfolg in dieser Qualifikation hat ihn überzeugt von sich selbst, sondern sein Sprung. 144,6 Punkte, er ist auch nah dran, vor Wellinger ein paar Zehntel. Aber es bleibt dabei Ryoyo Kobayashi und Jan Hörl, die ersten beiden voraus. Dann Laniszek, dann Wellinger, der 2,1 Punkte auf den Japaner verliert in der Gesamtwertung. Aber von seinen drei Punkten, die er hatte, nach Oberstdorf immer noch was übrig hat. Stefan Laie, sehr gut, sehr, sehr gut. Clemens Aigner als erster aus der Verliererliste mit dabei. Und dann kommen sie noch Pius Paschke, Karl Geiger, Konstantin Schmid, Philipp Reim und Martin Hamann. Sehr gute Bilanz insgesamt wieder für die deutsche Mannschaft. Felix Hoffmann auch noch dabei. Nur für Luca Roth hat es nicht gereicht, den zweiten Durchgang zu erreichen. Und auch Halvor Egner genommen. Schon wieder nur einen Sprung in einem Tourneespringen für den Sieger des letzten Winters. So. Unglaublich bitter, aber spannend. Vorne und super eng. Und vor allen Dingen jetzt auch spannend im zweiten Durchgang. Kann Andreas Wellinger da nochmal ran oder sogar vielleicht vorbeikommen am Japaner, um seine Führung in der Gesamtwertung doch nochmal positiver zu beeinflussen. Da haben wir sie. Die Gesamtwertung.
Stefan Kraft hält sich auf Platz 3, aber Jan Hörl ist da vorn gesprungen. Von Platz 8 auf Platz 4. Nicht mehr so weit weg vom Podest. Koss ist zurückgefallen, wie auch Geiger, Raimund. Pius Paschke hat einen Platz gut machen können. Stefan Laie ein bisschen nach vorne. Das sind die hinteren Plätze. Aber es ist ja klar, bei dieser Vierer-Wettkampfserie, was da gilt, ist hauptsächlich der Gesamtsieg, auf dem man in Deutschland ja schon seit 22 Jahren